dem Kugelstoßen der Frauen unsere Aufmerksamkeit widmen. Ich will nur so viel sagen, mit 1687 führt Christo Markov aus Bulgarien beim ersten Durchgang. Aus gutem Grund gehen wir nun zum Kugelstoßen. 198, die Startnummer für Natalia Lissowskaja aus der UdSSR. Um 1,68 Meter hat sie sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. 27,53 und was viel Stoß hielt sie sich zurück. Nur ein einziges Mal. Was hat sie zu bedeuten? Müller 77, Emma Kronscheid 2052, nächste ist Lola Dries. Natalia Lissowskaja beginnt mit 20. Gleich dreht sich die Tafel. 2068 und 17 Meter von Volker May erreicht in drei Sprung. Bitte verzeihen Sie das Dazwischenjubeln, aber das ist doch wieder ein Hoffnungslicht. Sein erster 17 Meter Satz. Bitte. Ja, ganz wieder raus und freilich nicht kommt. 17,08 Meter war das exakt. 17,08. Prima. Ilona Brisenek, 21,85, die Ex-Weltrekordlerin in diesem Jahr. Diese Weite 21,85 und ich glaube, nach dem ersten Durchgang bleibt eine ganz junge Athletin in der Führung. Und das ist eine Überraschung. Cordula Schulze vom TSC Berlin. Meisterschaften. Da wurde sie Zweite.
Bestleistung für sie. Sie hat sich also für den 18-jährigen Neubrandenburger Volker May. Und 20:39 vermaßen die Kampfrichter für Ines Müller. Nächste ist Helma Knorscheid, die Vize-Weltmeisterin. Zweite auf der Hallen-Europameisterschaft. Auch sie gilt als zuverlässige Athletin. Knapp 21. Aber Achtung, jetzt gibt es eine 4x100-Meter-Staffel. Einen weiteren Test. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf die Staffeln orientieren. DDR A, Bulgarien und DDR B. Ein erneuter Versuch gestern. Die Leichtathletik-Anhänger wissen Bescheid. Da platzte der erste Wechsel zwischen Silke Gladisch und Marita Koch. Hoffentlich sieht das heute besser aus. Ich orientiere Sie also speziell auf diesen ersten Wechsel. Der hat noch, oder besser gesagt, der ist ein Abschlussfest. Das ist Cornelia Riefstahl, die für DDR B anläuft. Riefstahl, Gesine Walter, Böckel und Schulze. Auch eine namhafte Besetzung, diese zweite Staffel. Sie sollte unseren ersten Vierer doch treiben können. Bulgarien mit Pablo Marineva, Georgieva, Babina, Silke Gladisch. Staffeltest DDR A auf der Bahn 4 mit Silke Gladisch, Marita Koch, Ingrid Oswald, Maris Gür, Bahn 5 Bulgarien, Pavlova, Nuneva, Georgieva, Ivanova, DDR B mit Riefstahl, Walter, Böckel und Schölzen. Ganz innen also Silke Gladisch. Läuferisch fast alle drei gleich stark. Achtung, der Wechsel! Ja! Naja, auf jeden Fall besser als gestern. Marita Koch läuferisch, wie gewohnt, enorm. DDA A führt, Bärbel Böckel läuft auch ganz stark. Ingrid Auerswald, sie rollt das Feld in der Kurve auf. Oh, frappierend, die beste Kurvenläuferin der Welt. Superklasse, und dieser Wechsel, der sitzt immer. Im Schlaf können sie das beide. Marlies Höher muss allerdings jetzt gegen den Wind laufen. 41,70. Das ist nur 1700. Unterweltrekord. Weltjahresbestleistung für diese Vierer. Ja, wenn die Wechsel stimmen, läuferisch sind sie absolut in Klasse. Dann muss etwas herauskommen. Trotz des Gegenwindes auf dem Schlussteil, Marlies Höher sprintete wie gewohnt exzellent, aber dieses Kompliment muss man, glaube ich, allen vier machen. Aber auch die Abendstaffel in der RB und Bulgarien haben sich offenbar gehalten. Ich bin gespannt dann auf das Protokoll, wenn wir die offizielle Zeit haben. Aber hier sehen wir Heike Friedrich. Die Weltrekord von Natalia Litvinskaya ist lang noch ungültig geblieben. Ungültig jetzt von Heike Friedrich. Mit 263 kommt sie nicht an die Spitze. Cordula Schulze, zweite in der Konkurrenz, nein, die dritte. Helma Knorscheid hat ja 21 Meter und 10. Ich mach das mal kurz dazwischen. 41,69 für die DDR-Finalstaffel, der Weltrekord 41,53 gelaufen bei einem Jahr in Berlin. Wahrscheinlich der erste Hit, das erste Spitzenrad, aber auch die Weiten im Richtigen sollte man mal nicht ausfallen lassen, heute am zweiten Tag. Nur schnell die Weite von Jörg Büsch, schön 16,69 Meter. Na bitte. Und Ines Müller.
25-Jährige. Diese starke entsteht durch die Gift der Zeitkampfpass. Aber ich wieder an die Hand. 20:56 Jens Müller, Helmer, Nockberg. 21:12 Ihr Kitzenrevit hat Ihr Hauptrekord. Erst Jahre 87 bei den Meisterschaften mit 26:06 Um die 21 Meter, das ist Ihr Vermögen. Ein kalter Abstand für Kerstin. Man war sehr gespannt auf die 21-Jährige, die ja schon zu Beginn der Saison diese Weltrekordleistung erreicht hat. Am 27.05. im warmen Sochi. 1,88 groß, 105 Kilogramm schwer. Ja, Leistungskraft. Das drei Besten, den hat sie gepackt. Zeitversuche Eintrude. Jetzt rückt die Luna Brinkneck auf die Pelle. Das war ein 20er, ein deutlicher 25er. 21,40. Sie sehen, das war wieder über 17 Meter. Achtung, schnell noch die Weite. 17 Meter und 12. Na bitte. Ich glaube, jetzt stimmt auch der Zeitplan. Jetzt geht Schlag auf Schlag. So muss das in der Leichtathletik sein. Ilona Bresenik. Knapp unter 21. Übrigens Volker May bei 0,7 Meter pro Sekunde Gegenwind 17,12 Meter. Heidi Krieger. Letzten Monat ging es nicht so weiter, wie sie sich selbst vorgestellt hat. In Wien-Pupaps überzeugt 10 Meter, geschweige denn die 20 Meter zu überwinden. Ja, gerade hatten wir den sowjetischen Springer Sergei Sasimovic, den mit in Europa von 2,36. Es fehlte 2,20 Meter. Liga 9,29. Dies wieder Heiko Dietrich. Knapper Durchgang. Bald Stefano Renner an. Vielleicht schafft ihr noch Kaya Lissowski hier zu spielen, bevor wir uns ab die Kämpfe in Weite. 71,54. Kugelstoßen, keine neue Konstellation. Aber Natalia Lissowskaja ist da. Jetzt weiß sie Bescheid, jetzt kennt sie den Ring. Führung aber bei Volker May. 12 und das gehörige über. Das ist überschlagen, warum nicht? Jens, ja, die hat es nicht etwas verbessert. 21,8 für die Klinik. 21,8. Thank you.
gleich gar. Hoch, die Kugel. Gute Sicht hier. 35 Meter. Aber das ist prima. Ja, das wird für Anfänger über 6.700 Punkte erreicht haben werden. Wäre für Sie sowieso eine neue erstklassige Bestleistung. Ja, das reichen wir dann auch gleich nach. Wie wir genau wissen, im Kugelstoßen ist die Entscheidung. Hellmark Scheid. Durchgang. Die hat schon gefallen. Aber die Athletinnen haben den letzten Versuch. Nach wie vor Ilona Brisenik, 21:61. Ja, wiederum nicht getroffen. Natalia Kutsovskaya, Konzentration vor dem letzten. Sie hat ihre Klasse bestätigt. Ist auch letztlich kein Zufall. Ja. Aber Ilona Brisenik hat sich von der Spitzenposition verdrängt. 17:15 wohl jetzt. Sie wirft uns nicht leicht. Dies kann man.